Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shadow of the Tomb Raider. In der letzten Folge sind wir in diese Höhle gekommen. Wir suchen jetzt irgendeine Kammer des Todes oder irgendwie sowas. Und ich habe Angst, in irgendeine Falle zu latschen, deswegen mache ich es auf den Überlebensmodus an. Was? Oh, das sieht ganz nett aus, aha. Oh, guck mal, jetzt noch ein Relikt. Davon gibt es ja irgendwie ganz schön viel. Das war bestimmt mal eine beeindruckende Waffe. Sie muss unglaublich oft benutzt worden sein, um sich in einem solchen Zustand zu befinden. Wir hatten doch mal, dass ich da extrem schlecht drin bin, das Richtige zu finden, oder? Was bedeutet dieses Chi-Dings da, wo's da? Ich will wissen, was ich hier machen muss. Was nervt. Irgendwas muss hier sein. Und jetzt so. Das zeigt mir trotzdem nicht, obwohl es Ching macht. Und wenn die Blutflecken Rückschlüsse zulassen, war es auch so. Ja, Lara, wirklich, du machst mich fertig, Mädchen. Du machst mich wirklich fertig. Okay, gut, es scheint mir hier lang weiterzugehen. Wir müssen ein Wort lang. Alles klar. Stimmt ja dabei aus, ich muss ja gedrückt halten. Ups, das wollte ich nicht. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ich freue mich schon auf Trinity. Ich will die Leutchen wiedersehen. Ups, Lara, was tust du? Mädchen, was machst du denn für Sachen? Wir hatten das doch schon mal. Du sollst nicht in irgendwelche Ecken hüpfen, wo ich dich nicht hinlenke. Weil das habe ich nämlich nicht. Ich habe nach links gelenkt und sie war auf einmal rechts. Versuch Nummer 2. Alles klar. Das hoffe ich, dass mal alles klar ist. Das Ding haben wir nach wie vor. Und jetzt nochmal den ganzen Spaß. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt verfügbar. Was können wir denn hier noch so Schickes machen? Sie spannen die Ellbogen schnell und verkürzen die Zeit zwischen aufladenden Schüssen. Schießen Sie Pfeile gleichzeitig auf zwei erfasste Ziele. War nämlich gerade von Pflanzen. Okay. Ja, an sich. Eile des Affens. Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Schnellere Reaktion bei Fallen und den Kampf mit Feinden. Fall des Fuchses. Reduziert erlittenen Schaden von tiefen Stürzen, drücken sie C. Das ist auch nett. Das Zielen auf den Feind, Kopf eines Feindes aktiviert die Kopftrefferzielunterstützung. Ich glaube, ich nehme das hier. Das hört sich nämlich erstmal ganz nett an, ehrlich gesagt. So, lass mich gerade nach oben. Ja, nach oben. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, hier fehlt mir noch eine Ausrüstung. Das Übliche eigentlich. Gut, dann gehen wir weiter.
warte. Dadurch. Ja, ich weiß, dass ich da durch muss. Ich wollte mich nur kurz umgucken. Kein Grund, mich zu hetzen. Ich wundere mich sehr, dass wir noch nicht Trinity getroffen haben. Oh ne, ist da wieder so ein ekelhaftes Giftgas. Ist überhaupt nicht motiviert. Das hier zeigt offenbar Unuratu, die eine aufständische Gruppe anführt. Im Hintergrund ist eine fast vollständige Sonnenfinsternis zu sehen. Ach, Kinder. Was soll denn das immer? Das sieht nicht so geil aus. Oh, stinkt das. Das muss der Ort sein, den Ezli meinte. Den Bauch der Schlange erklettern. What the hell? Welche Schlange? Oh, Lara, ich bin gerade so froh, dass ich nicht mit dir tauschen muss. Das bin ich generell eigentlich immer. Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Warum passiert mir das immer? Wieso sterbe ich so oft beim Klettern? Ich meine, es ist jetzt nicht wirklich so extrem schwierig. Ich meine, klar, ich hatte es auch schon ein paar Tote durch den Kämpfen, aber ich glaube, 90% meiner Tote sind beim Klettern. Und ich muss immer ein neues Outfit zulegen, weil irgendwie ist das nicht so praktisch. Ich glaube, es liegt an dem Outfit. Ah, aber einen anderen Weg gibt es ja nicht. Das heißt, ich muss hier lang. Ich hätte vielleicht noch schneller springen müssen. Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Hä? Willst du mich verarschen, Mädchen? Wieso gehst du da nicht hoch? Ich schneide mal schön zusammen. Wieso starte ich immer hier? Das gefällt mir gar nicht. Stinkt das. Das muss der Ort sein, den Ezli meinte. Mhm. Ganz ruhig, Lara. Ganz ruhig. Geht doch. Warum denn nicht gleich so? Oh, Igitt, das ist ekelhaft. Oh, ist das widerlich. Mhm. Bäh. Bäh mit dem Bäh. Oh nee, muss ich jetzt echt da dran springen? Och Leute, nee. Das ist doch jetzt wirklich nicht. Das ist total gar nicht cool. Komm hoch mit dir, Lara. Nein! Okay, keine Hektik. Ja, auf jeden Fall. Ganz ruhig. Wir haben alle Zeit der Welt. Ah, das ist irgendwie ein bisschen ekelhaft. Warum? Ich habe E gedrückt. Na gut. Okay, versuchen wir mal um 10. Keine. Versuchen wir jetzt mal meine Theorie. Vielleicht funktioniert der Hetze. Ich bezweifle es, aber ehrlich gesagt, und ich fühle mich langsam richtig verarscht. Warum sie denn immer ihre scheiß Kletteraxt zücken? Und nicht ihre Kletter. Wer haben sie ihr. Ja, das will ich ja machen. Oh mein Gott, endlich, ey. Du schaffst es. Ich hab jetzt keinen Bock nochmal zu sterben, Leute. Ich drehe wirklich komplett durch. Ja,
Naja, alle guten Dinge sind wahrscheinlich wirklich 10 oder 11 oder 12, ich weiß es nicht. Rituelle Opfer. Ach so, Scheiße. Ich glaube, mit denen haben wir gleich noch unser Vergnügen, ehrlich gesagt. Oder doch nicht. Oh mein Gott. Ich habe es endlich herausgeschafft. Ich bin langsam echt schon komplett Banane. Ach, Leute. Shit. Ach, ich glaube, da sind aber ein paar Menschen, die auf uns warten. Warum werde ich denn in letzter Zeit immer so weit zurückgeworfen? Ich hätte mich sein müssen. Ich dachte, das ist nicht so weit nach unten. Ich dachte, das überlebt sie. Das war jetzt echt mein Fehler. Die andere meine Weise hat das Spiel einfach umgebackt. Jetzt sind wir wieder auf uns alleine gestellt. Oh, guck mal, weil die Dinger kann ich kaputt machen, oder? Kann ich doch nicht. Und jetzt? Irgendwelche Ideen? Oh nein, ich ernsthaft. Oh, Scheiße. Ich hab wohl keine Wahl. Das ist so ekelhaft. Oh, Freude. Nicht wie in un attico, uno falli il Moktan beja, Leol. Ist das einer der Rebellen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie lange die Folge jetzt geht, weil ich habe einen großen Teil, denke ich, rausgeschnitten. Irgendwo ein Zugang. Auf jeden Fall hoffe ich das für euch. Sonst wäre das nämlich wirklich frustrierend. Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, dadurch. Da gehen wir auch gleich durch. Ich möchte trotzdem nur kurz gucken, ob hier noch irgendetwas anderes umliegt. Aber ich glaube es nicht. Gut, sehr schön. Dann haben wir... Ist denn der Typ der Reihe? Achso, von Trauer, wo ich... Nee, der ist niemals von da gekommen, wo ich gekommen bin. Der Geruch wird immer stärker. Lara, wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Ucho über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt ein Reiher und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Okay. Sieht aus, als wär's der einzige Weg, okay? Okay. Die Barriere muss verbrennen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, wir sind wirklich sehr voll. Ist ein seltsamer Stein. Ich dachte, der Muni. Okay. Hier ist noch ein bisschen Stuff. Ansonsten ist echt nichts mehr. Oh doch, wartet mal, hier ist doch noch was Schickes. Weil ich würde hier eigentlich ungern zurückkommen, weil ich finde es hier nicht so eine gemütlich. Eine einsame Gestalt, die sich in einem Zustand innerer Ruhe zu befinden scheint, als würde sie auf etwas warten.
So, na dann. Schieben wir das doch mal. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Ach, hier gibt's doch wieder so schöne Hebelchen. Voller Öl und Blut. Nami, dami, dami. Das hört sich doch richtig lecky an. So, und jetzt gibt's ein kleines Feuerchen. So. Ich bin so froh, wenn wir raus sind, wirklich, Leute. Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Wow, da hätte ich jetzt auch wirklich Lust drauf. Hä? Hä? Was zur Hölle war das jetzt? War er das so schnell? Habe ich sie damit befreundet? Ich muss weiter runter. Ich wollte jetzt mal ganz locker flockig dagegen hüpfen. Ist das so eine Art Aderlasskammer? Ich glaube nicht, dass ich sowas wissen möchte. Eine Barriere. Oh Gott, Leute. Haben wir das wirklich? Blatt und Sand ist übrig. Wir müssen, glaube ich, warten, bis sich alles gefüllt hat. Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Muss ich da unten irgendwas drehen? Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Sollte jetzt machen sein, oder? Zu schwer. Ich brauche mir. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Ach, Lara. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Ja, wenn nicht sogar tausende. Was will sie jetzt eigentlich machen? So kann das richtig sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich muss die Spuren ausrichten. Ja, wie machen wir das, Frau Croft? Okay, jetzt muss man ein bisschen weiter. Ich muss kommen, Lara. Wieso können wir danach hier nicht weitermachen?
Was ist denn hier letztendlich unser Ziel? Ich muss die Spuren ausrichten. I know. Andere Richtung. Okay, dann zieht sie es nur. So. Ich muss die Spuren ausrichten. Da ist auch irgendwas. Ach, warte. Bringt uns nicht viel. Aber diese Musik macht mich fertig. Ich muss die Spuren ausrichten. Ich weiß, aber ich weiß nicht, was ich tun muss. Aber ein kleiner Tipp mehr wäre echt gut. Was ich möchte. Ich sehe das gerade auch ehrlich gesagt nicht. Vielleicht die beiden Dinger bekämpfen. Nein. Mach weiter. Mach weiter. Ich weiß, es ist schwer. Mach aber weiter. Mach weiter. Mach immer noch weiter. Nee, ich wollte auch das da haben. Ey, scheiße, dann dreht er sich doch noch weiter. Ich muss das doch lassen. Ach, Leute. Kann das bitte so lassen? Und ich frage, sie bleibt jetzt in der Position, wie ich es will. Gut, wisst ihr was? Ich würde dann sagen, ich mache an dieser Stelle einfach mal einen kleinen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich gucke mal, ob ich das hier irgendwie noch gelöst bekomme. Mehr oder weniger. Und ja. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, auch wenn es diesmal, ich weiß, echt verzweifelnd zum Verzweifeln war. Ich hoffe, das wird demnächst die Spuren ausrichten. Besser. Aber wir können uns mal das dort hinten noch angucken in der Zeit. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Gut, na dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.